Ich werde sehen, was ich tun kann. War das Dynamo? Ich glaube, ich habe eine Art Hinweis gefunden. Hoffen wir, dass sie über den Club gesprochen haben, an den ich denke. Okay, wir haben wieder ein neues Ziel gekriegt. Und damit wieder ein recht herzliches Willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge Punch Club 2. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind wieder am Start. Denn wir müssen jetzt noch mit unserem neuen Scan-Gerät, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, hier, großes Hacking-Gerät, Blicke in die Vergangenheit oder ist es die Zukunft, herausfinden, ob die Leute hier lügen oder nicht oder was auch immer ihre Gedanken sind. Finde mehr über Bobos Unternehmen heraus. Scanne den mysteriösen Chip auf der Polizeistation. Erfahre mehr über die Roboterproduktion. Finde heraus, wie der Lieferservice-Manager seinem Sohn einen Job besorgt hat. Und prüfe, ob Silver lügt. Sehr komfortabel ist das hier alles schon auf der Map markiert. Die Frage ist nur, wo wir anfangen. Fitnessstudio fällt aus, weil zu spät. Roboterfabrik. Ich glaube, da können wir mal hingehen, oder? Komm, da fangen wir an. Auf geht's. Wen soll ich zu den Robotern befragen? Genosse, Straßenkämpfer. Bist du wieder hier, um mit deiner Nase herumzuschüffeln? Wenn man das auf einem Schrottplatz sagt, klingt das irgendwie lustig. Ich habe nie darüber nachgedacht. Was willst du also? Ich wollte dich nur besser kennenlernen. Wie lange bist du schon in der Roboterproduktion tätig? Noch nicht so lange. Mein Chef hat mich gebeten, hierher zu kommen. Damals lief die Produktion schon. Und wo ist dein Chef? Ich habe ihn noch nie gesehen. Ha! Du hast ihn schon oft gesehen. Du hast nur nicht darauf geachtet. Er beobachtet gerne alles, ohne viel Aufmerksamkeit zu erregen. Verstanden. Ja, der Einzige, der schon von Anfang an hier ist. Ist unser süßes, kleines Eisenhündchen. Hm. Ob das Gerät auch bei einem Hund funktioniert? Darf ich ihn streicheln? Wuff. Wenn du keine Angst hast, keine Angst um deine Finger hast. Also Hündchen, was denkst du über die Nutzung von Killerrobotern? Rip. Wie hat dir die Umstellung gefallen? Boya? Du hast mir nie gesagt, dass es ein Hund sein würde. Das nennt man eine Überraschung. Passt dein Chef nicht Hunde? Er mag die, die gehorsam sind. Ein Grund mehr für dich, die Zügel fest in der Hand zu halten. Die Fabrik ist bereits in Betrieb. Gut, gut. Aber vergiss nicht, Boya, du musst jeden Auftrag ausführen. Egal wie gefährlich das Produkt ist. Wir brauchen mehr als nur ein paar alte Wracks. Wir brauchen eine Armee. Ich möchte dich daran erinnern, dass ich der Boss der russischen Mafia bin. Nicht jemandes Laufbursche. Zeigt da jemand etwa seine Zähne? Ich dachte, wir hätten einen guten Jungen hier. Jetzt komm schon, bell für mich. Ist das nötig? Bell für mich. Okay. Braver Junge. Heiliger Strohsack. Es ist ein Kerl. Beruhig dich, Hündchen. Beruhig dich. Was ist hier los? Nichts. Er ist ein wirklich guter Junge. Die Russen befolgen also wirklich nur Befehle. Aber wessen Befehle? Das muss ich herausfinden. Naja.
Gut, aber wenn wir schon mal hier sind, dann können wir zumindest noch mal schnell das Overseen oder Osverin oder wie auch immer man das hier ausspricht, kaufen für einen etwaigen Kampf, den wir vielleicht noch bestreiten müssen. Gut, dann ab zum nächsten. Silber fällt immer noch aus. Können wir zu Bobos Farm gehen. Hey Bobo. Stimmt etwas nicht? Wo ist Lil Bobo? Ich weiß es nicht. Aber wenn ich den kleinen schleimigen Drecksack in die Finger kriege. Das ist lustig. Was genau? Du hast ihn gerade klein und schleimig genannt. Weiß ich. Na und? Findest du nicht auch, dass Lil Bobo wie ein kleiner glitschiger Schleimer aussieht? Vielleicht. Und er arbeitet seit seiner Geburt für dich. Als ob du ihn versklavt hättest. Willst du damit etwas sagen? Nein, ich denke nur laut. Ich bin nicht daran interessiert, mit dir Psychospiele zu spielen. Nun, hoffen wir, dass deine Psyche interessiert ist. Das hier ist deine Einrichtung. Wenn du sie am Laufen hältst, wird dein Lebensstil sehr komfortabel sein. Ich danke dir, aber ich hätte da eine Frage, Herr. Namen sind nicht nötig. Woher kommen diese Dinger? Ich meine die Schleime. Diese Lebensform begann auf einer erstaunlichen Weise. Dein schöner Wohnpark, den wir abgerissen haben, um diese Farm zu bauen. Füttere jahrzehntelang gewöhnliche Würmer mit chemischen Abfällen. Chemische Abfälle? Wissenschaftler haben die Überreste eines bestimmten Kräutertranks im Boden gefunden. Irgendein Kerl kippte ihn immer wieder in den Boden. Am Ende entwickelte sich eine Lebensform, deren Protein von tierischem kaum zu unterscheiden ist. Perfekt geeignet für New Age Fast Food. Klingt profitabel, oder? Stimmt. Aber jetzt lass uns über die Zukunft sprechen. Über deine Neugierde, Bobo. Wie du an dieser wundervollen Einrichtung sehen kannst, für die du verantwortlich bist, ist mein Chef dir sehr dankbar für deine Hilfe in der Vergangenheit. Aber seine Dankbarkeit hat auch ihre Grenzen. Also, wenn du in deiner jetzigen Position bleiben willst, musst du auf Fragen wie diese verzichten. Haben wir uns verstanden? Ja. Gut, ich werde diese Einrichtung genau im Auge behalten. Und dich auch. Schleime sind weiterentwickelte Würmer. Das hätte ich mir vom Geschmack her denken können. Muss wohl diese mysteriöse Person finden. Okay, aber wir sind gerade hier, dann möchte ich nämlich hier noch einen doppelten Bobo mitnehmen. Dann haben wir wieder unseren Standardkram. Okay, next. Ja, dann gehen wir noch zum Lieferservice Manager. Warte mal, können wir den scannen? Ein ganz normaler Typ im Hawaii-Hemd. Schade. Ich bin was? Ja, gefeuert. Entschuldigung. Papst, das kannst du mir nicht antun, nur weil ich mich einmal beschwert habe. Wir wissen beide, dass es weit darüber hinausgeht. Was soll ich denn jetzt tun? Wenn ich es in aller Kürze zusammenfassen könnte, würde ich sagen, werde verdammt nochmal erwachsen. Toll, ganz toll. Ich verfluche den Tag, an dem wir den Lieferservice bekommen haben. Das ist mein Stichwort. Und das hier ist dein Büro. Wir werden uns nicht in deinen Lieferservice einmischen, solange du alles erledigst. Okay. Ich finde deinen Mangel an Enthusiasmus verdächtig.
Mir wurde versprochen, dass ich bezahlt werde und nicht zum Lakai von jemandem gemacht werde. Der Chef hat gern nützliche Leute um sich. Und deine Hilfe war unbezahlbar. Keine Sorge, Loyalität wird sehr gut bezahlt. Für mich ist die Loyalität zur Familie wichtiger. Geht es um den jugendlichen Straftäter, den du gezeugt hast? Hör ihn einfach ein. Der Lieferservice bekommt einen Lieferjungen. Und du kannst Zeit mit deinem kostbaren Sohn verbringen. Problem gelöst. Zölle. Familienlieferservice. Du, was hast du hier zu suchen? Ich habe ein Paket geschickt. Ich bin gekommen, um herauszufinden, wo es ist. Aber das ist okay. Es ist schon verloren. Gott weiß wo. Also tschüss. What? Er hört nie auf mich. Ja, okay. Nichts Besonderes. Gut. Dann noch zur Polizeistation, danach müssen wir noch zu Silver, aber dann müssen wir erst vorher noch ein bisschen Zeit rumkriegen. Also, wenn es der Chip eines toten Polizisten ist, dann hat er auf jeden Fall Erinnerungen, die mit der Polizeiwache verbunden sind. Beweg deine langsamen Füße, Neuling. Hol deinen Vorgesetzten endlich ein paar Donuts. Aber ich dachte, wir wollten ernsthafte Dinge machen. Tatsächlich. Und ich hatte gehofft, sie würden jemanden mit mehr Führungsqualitäten schicken. Aber so ist das Leben, Neuling. Du wolltest ernsthafte Dinge tun, ich wollte jemanden besseren. Jemand besseren. Aber wir müssen uns beide mit dem abfinden, was uns gegeben wird. Also komm schon, hol mir hier nicht rum. Himbeermarmelade für mich? Was? Ja, Sir. Warte, war das der Holo-Wachtmeister? Der zweite Polizist kam mir bekannt vor. Wie auch immer, er sieht nach einer frühen Erinnerung. Es sieht nach einer frühen Erinnerung aus. Noch ein Versuch. Es geht schon wieder los. Guck mal, das ist der Hausmeister. Du bist jetzt seit 3 Jahren bei uns. Und du kannst immer noch nicht die einfachsten Befehle befolgen. Ich habe es dir schon 1000 Mal gesagt. Himbeermarmelade. An einem Tag bringt er Donuts mit dem falschen Belag. An einem anderen Tag hat er statt einer normalen Pizza eine mit Ananas. Mit so einer Einstellung wirst du deine Überstunden mit Papierkram machen müssen. Hast du mich verstanden? Ja, Sir. Verdammt, das ist schlimmer als Sabotage. Sei nicht sauer, Philipp. Du bist ein toller Polizist. Obwohl du deine ganze Zeit mit Papierkram und nutzlosen Patrouillen verbringst. Wenn du nicht gerade Botengänge für den Wachtmeister erledigst, die sind sowas wie Sondereinsätze. Aha. Danke, Glenn. Nur du verstehst mich. Bleib ruhig, Partner. Deine Zeit wird kommen. Mehr bekannte Gesichter. Noch ein Versuch. Was? Tja, was soll ich sagen? Gut gemacht. Du hinterhältiger Bastard. Wie hast du es geschafft, den Don in den Knast zu bringen? Ich habe nur meinen Job gemacht, Sir. Sieht so aus, als müsste ich dich bald zum Kriminalbeamten befördern. Danke, Sir. Das wäre eine große Ehre. Wie lautet dein vollständiger Name? Philip Kindred Dick, Sir. Dann nenne ich dich einfach Kay. Und du kannst mich Martin nennen. Danke, Martin. Kay, okay. Glaub's ja nicht. Das ist der Chip von Kay. Moment mal. Dann ist der also tot?
Beamter. Liebst du deinen Job so sehr, dass du da keinen Tag ohne ihn auskommst? Ja, ich bin gekommen, um meine Kollegen zu besuchen. Nein, um ehrlich zu sein, nicht so sehr. Oh, wie süß. Ich rufe alle Jungs herbei, um Hallo zu sagen. Geh nicht weg. Jetzt ist mein Moment gekommen. Ich muss wissen, in welchem Falle Kay zuletzt ermittelt hat. Schon wieder Überstunden. Es scheint, als wäre ich der Einzige, der hier wirklich irgendwas tut. Guten Abend, hier ist Pharmacom Industries. Ich habe ein tolles Angebot für dich. Meine Dame, ich habe Ihnen schon tausendmal gesagt, dass ich kein Interesse an Versicherungen habe. Aber warum nicht? Es kann doch alles Mögliche passieren. Außerdem... Verdammter Pharma-Gauner. Entschuldigung, können Sie mir helfen? Ist das ein Notfall? Dafür gibt es eine Hotline. Ich suche meinen Freund. Auch dafür gibt es eine Hotline. Meinen Freund. Er ist schon seit einer Woche verschwunden, aber die Polizei... Mein Fräulein, hören Sie mal. Ich weiß, dass Sie sich Sorgen machen, aber glauben Sie mir. Wir tun alles, was wir können. Das ist alles, was ich in der letzten Woche gehört habe. Die Mitarbeiter wollen mir nicht einmal sagen, wer an dem Fall arbeitet. Können Sie mir bitte helfen? Nach wem suchen wir denn? Karl, Karl Hauser. Hier ist ein Foto. Hat er irgendwelche Feinde oder einen Grund zu verschwinden? Nein. Das hilft nicht weiter. Ein paar Tage bevor er verschwand, erwähnte er einen Club. Ich werde sehen, was ich tun kann. War das Dynamo? Ich glaube, ich habe eine Art Hinweis gefunden. Hoffen wir, dass Sie über den Club gesprochen haben, an den ich denke. Okay, wir haben wieder ein neues Ziel gekriegt. Komisch, alle sind zu beschäftigt, um Hallo zu sagen. Wo ist er denn? Ey, verdammt, das war aber ein toller Streich. Okay, jetzt müssen wir noch in den Club oder was? Tatsache. Ich bin heraus, was im Nachtclub passiert ist. Mal sehen, ob Case Chip sich an diesen Ort erinnert. Sorry, du kommst mir bekannt vor. Kennen wir uns? Guten Tag. Du bist Karl, stimmt's? Nicht wirklich. Hör zu, ich habe keine Zeit für Scherze. Deine Freundin macht sich Sorgen um dich. Freundin? Belästigt dich dieser Mann? Schmal. Ist das der beste Deckname, den du für Karl finden konntest? Ich weiß auch nicht, was der Kerl will. Haben Sie die Berechtigung, meine Mitarbeiter zu befragen? Ich habe meinem Kumpel nur ein paar unschuldige Fragen gestellt. Haben Sie oder nicht? In diesem Fall muss ich Sie bitten zu gehen. Es hat keinen Sinn, sich zu streiten. Der Typ weiß nicht mal mehr seinen eigenen Namen. Aber wie ist das möglich? Ich glaube, ein verrückter Wissenschaftler, der sich mit Gedächtnistricks auskennt, was? Ich glaube, ich habe diesen Art von Gedächtnisverlust schon mal gesehen. Und ich würde alles darauf wetten, dass er von Emmett spricht. Die Ermittlungen kommen langsam in Gang. Nächster Halt, das Traumlabor. Boah, jetzt machen wir hier richtige Detektivarbeit. Traumlabor wird aber nicht angezeigt. Das Fitnessstudio bringt noch nichts. Dann müssen wir wohl zum Traumlabor. Oh, Emmett ist wieder da. Hallo. Sag, was du sagen musst und geh. Ich bin nicht in der Stimmung.
Es ist nur, ich habe gelesen, dass der IQ eines Menschen steigt, wenn er in Gesellschaft kluger Leute ist. Hier bin ich also, ein Narr, der hofft, an deiner Seite stehen zu dürfen. Schon verstanden, nimm es nicht so schwer. Es liegt an deiner DNA. Du bist von Geburt an zu einem Leben wie Forrest Gump. Verdammt. Oh Mann. Jo. Wenigstens bist du stark. Dumm, aber stark. Yep. So ähnlich wie ein Urukai, nicht nur ein einfacher Ork, weißt du? Urukai, ach hier, von Dings, ne? Also bleib so lange wie... Also bleib, solange du willst. Armer, dummer Junge. Ich soll keine alten Leute schlagen. Ich soll keine alten Leute schlagen. Ich soll... Was? Na gut, ich bin aus einem bestimmten Grund hier. Ich muss herausfinden, was mit Karls Erinnerungen passiert ist. Ah, der echte Mensch kehrt zurück. Nicht lustig. Wo ist das Problem? Ich denke, das ist zum Schreien komisch. Nach diesem Streich nehme ich wieder Pillen. Was? Gibt es die auch für nicht biologische Replikanten? Ja, ja. Kay hatte eine Woche lang Angst, dass er kein Mensch ist. Ich bin so schlau. Können wir weitermachen? Ich brauche einen Rat. Du lernst es nie, oder? Leider gibt es hier in der Gegend keine anderen Experten für Gedächtniswissenschaften. Außerdem geht es um deine neueste Erfindung, die jetzt jeder in der ganzen Stadt in seinem Kopf hat. Und es ist eine ernste Sache. Es geht um einen Mann, der entführt und einer Gehirnwäsche unterzogen wurde. Oder auch nicht. Gehirnwäsche? Inwiefern? Er kann sich nicht einmal an seinen eigenen Namen erinnern oder an seine Freundin. Das klingt nach Bindungsproblemen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sein leerer Blick auf etwas Finsteres hindeutet. Wie ist sein Name? Karl Hauser. Lass mich nachsehen. Ja, ich hatte mal einen Patienten mit einem ähnlichen Problem. Warte. Du bist auch ein Arzt? Wenn die Bezahlung stimmt, gehe ich sogar mit deinem Hund Gassi. Hier ist die Adresse. Die liegt irgendwo im Tower. Patient 0. Danke. Finde die Wohnung von Dynamos Freund. Okay, lass uns die Adresse im Turm überprüfen. Okay, armer Junge, es ist unwahrscheinlich, dass ihm irgendwas helfen kann. Wow, es geht ja jetzt hier Schlag auf Schlag, eins nach dem anderen. Das ist ja krass. Gut, meine lieben Freunde, aber wir sind leider schon wieder am Ende. Haben heute nur ein bisschen Story vorangetrieben. Wie man hier sieht, Silber würde ich gerne noch probieren. Deswegen werden wir, bevor wir jetzt hier weitermachen mit der Story, Training machen und bei Silber nochmal vorbeischauen. Würde ich mal so behaupten. Ja, aber das machen wir leider erst im nächsten Part. Ich bereite es schon mal so weit vor und dann sehen wir uns da im nächsten Part wieder, wenn ihr wollt. Gut, meine lieben Freunde, dann sage ich ganz einfach wieder an dieser Stelle recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderhübschen Tag. Und wenn ihr dann wollt, sehen wir uns im nächsten Part von Punch Club 2 oder einem anderen Video wieder. Vielen Dank. Haut da rein.